Das ist ein Rutschweg runter, also weiß, was das heißt. Wo denn hier? Ah, eine Mülltonne. Da war sogar Schrotmunition drin. Passend, passend. Ich glaube, die kommen wieder raus. Na dann, bestimmt zu den nicht auffälligen Bosskampf. Was? Ich kann nicht sliden. Ich stand in der Luft. Zero, komm schon, Mann. Wir sind doch Freunde. Hättest Teil der Familie werden sollen, Reese. Oh, runter mal. Spüre die Blutgier. Ja, bei mir war der echte. Holt uns alle, aber dich zuerst. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Und wer ist der echte? Ah, ja. Lerne, wo du hingehst. Ich stürze mich in den Kampf. Wo ist er denn? Ja. Ich musste nachladen. Hab ich getroffen gehabt. Da krieg ich mir eben die Hände schmutzig. Aua. Hin auf dem Turm, hinten rechts. Oh. Oh. Hilfe. Achtung, er kommt gleich wieder. Danke. Das ist nicht. Wow, das ist Körper. Nicht. Meinen Körper, genauer gesagt. Soll auf dem Turm sein. Hinten rechts bei 02. Oh, du hast endlich. Was ist das? Er seppt hier gerade ein bisschen rum. Level up. Tod, gefällst du mir besser? Ein Legendary. Nur grünes Zeug, Alter. Schade. Also hier ist was Blaues. Schlechter Mod. Klasse, Granatenmod. Cool. Oh, eine Schrotflinte, die angeblich mehr Schaden macht. Wow, cooler Bosskampf. Strahlungssturmgewehr. Das sieht ganz nett aus. Der Rest ist Müll. Zero,
Ich dachte schon, du hättest uns verraten. Ich war auf der Jagd. Durfte mich nicht verraten. Da war Funkstille. Wie ich schon sagte, Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Was dich betrifft, Kammerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast einen Frontalangriff gegen mein Unternehmen abgewehrt, es gerettet und meinen irren Geschäftsstalker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Steht mir dieser Schnäuzer oder was? Na? Bad gewordene Perfektion. Mein Bruder mit Schnäuzer nennen zu dürfen. muss ich erstmal verarbeiten. Danke, Kammerjäger. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr. Ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Jetzt gebe ich Gas! Sehr gut. Das ist a very long mission name. Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary. Dann setze ich den Schlüssel zusammen. Deine Schrot eigentlich beim Ziehen auch ein Schild? Ja. Alter, das Ding hat halt alles. Hier ist eine Kiste. Oh, nur Mödel, was? Nur Mödel. Oh, warte, willst du nur. Das soll ein Raketenwerfer sein? Das ist doch kein Raketenwerfer. Willst du einen Bestienmeister-Skin, den ich schon habe? Der heißt Schräger Hippie. Alter, das soll ein Raketenwerfer sein? Ja. Wie ist das aus diesen Kugeln raus? Ist hier noch irgendwas? Irgendwie Loot? Ich brauche jetzt gerade keine Schrotmuni, aber... Oh. Fahren wir nach oben. Ah, ja. Sind wir wieder rausgekommen, wo wir eben waren. Ich brauche bestimmt Schnellreise nach Sanctuary machen jetzt. Was? Nee, ganz. Denk nur laut. Lennart, du kannst nicht denken. Drücke beim Sprinten die Duckentaste für einen Rutschtritt. Dadurch bist du nicht schneller, aber es fühlt sich zumindest so an. Items übersehen. Zwei blaue Schilde, die Müll sind. Hallo, willkommen in meinen Raum. Du hast keinen Raum. Zu Tennis. Hier hoch, ja. Wir haben jetzt Security Bots. Irgendwie sass, dass sie immer alleine sein will. Ja, ignoriere das, was sie davor gesagt hat. Das, Wird das Tennis allgemein immer ignorieren. Du hast es Moin. Geschafft, Killer. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Marley Warren die Prügel vergisst. Mal sehen, was die Kalypsos daraus machen. Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer?
Du hast mir den Arsch gerettet. Und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Ärsche sind wichtig. Ach, hör auf, Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon-Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt's, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Hab es aber für mich behalten. Viele Einwohner und so. Eine Kammer zu öffnen ist heikel, aber das überlasse ich dir. Reese, Ende! Wir müssen schnell sein. Wir fahren über den Skyway rein. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Das ist mein Job. Wir öffnen eine Kammer, Maya. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komm schon zurecht, Sirene hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da unten lauert. Könnte hässlich werden. Du hast mich nicht ohne Grund zu den Raiders zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay, ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam, sobald du deine Flügel zurück hast. Sicher. Okay, oh, ich sehe die Flaggen wehen. Ist meine erste Kammer. Was muss ich einpacken? Nee, du bleibst bei Lilith. Echt jetzt? Wofür habe ich denn trainiert? Ich bin bereit, Maya. Noch nicht. Wir sehen uns auf dem Planeten. Ava, ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Ja, nein, alles in Ordnung. Oder hat jemand angepisst? Willst du Ava Sidequest machen? Hey, ich hab da was für dich. Das ist cool. Kannst du aus deinem Menü raus? Uff, liebst du es auch, wenn eine professionelle Privatarmee deinen Zug durchwühlt? Ne? Erstmal abhauen. Manche Rohre befördern gefährliche Materialien, also gib ganz besonders Acht, nicht auf diese Rohre zu fallen oder sie aufzubrechen. Ich will jetzt nichts sagen, aber es klingt nach Weichei. Ich spreche kein Weichei. Mimimimi. In Ordnung, Killer. Die Apollyon-Station ist der letzte Halt der Zentrallinie. Nimm den zentralen Haupthighway raus aus der Stadt. Gut. Leck mich, du willst die Kammer echt öffnen? Viel Glück. Und was immer du da drin findest, schleppst mich noch mal in die Stadt, okay? Zur Hölle war nochmal Lorelei. Die Badass-Tante. Die wir als erstes getroffen hatten. Achtung, ein Trupp Maliwon-Verweigerer hat sich beim Zugang verschanzt. Du wirst sie vertreiben müssen. Du bist irgendwie eine Handbremse. Ich schicke Atlas-Streitkräfte zur Unterstützung. Du hast meine Gedanken gelesen, Reese. Ich glaube ja, aber... Sichere die Rampe und box dich durch. Eine Leertaste ist es nicht. Oh, Zero ist hier. Hat das Atlas-Auto fast kaputt gemacht. Scheiß aufs Auto. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Hier irgendwo. Ich muss kurz den Technical wegbringen. Er hat bestimmt Teile drin. Erstmal gegen den Typen fahren und. Zooming! Und eingepackt. Hey, keine neuen Teile drin gewesen? Moment, ich glaube, ich will die Barriere auf. Her?
einfacher Physik. Okay, gute Arbeit, Kajon. Und jetzt hey. Das Ding zum nächsten Catch a Ride. Die Kammer wartet. Ich glaube, er macht das schon. Wir kennen uns lang. Das hier ist ein Catch a Ride, ja? Ja, da wo ich eben auch war. Nein. Das ist hier übrigens wieder respawned. Weiß nicht, ob ich das auch reinbringen muss. Ich habe das Achievement, also der Errungenschaft bekommen gehabt. Blablabla. Nein, schnell skippen. Katagawa hat's verkackt, aber das wusstet ihr. Im Kooperationsmodus bekommt jeder seine eigene Beute und die Schwierigkeit im Kampf ist für jeden Spieler im Team angepasst. Unabhängig vom jeweiligen. Okay. Das Einzige, was schmerzt, ist mein Stolz. Und alles andere. Was? Hast du gerade einfach normal reingeladen? Ich hab gerade einen Spaß. Ja, ganz normal drin, ja. Bei mir bist du gerade respawned, weil du gestorben bist. Okay. 10 out of 10. Hey, ja, Badass. Bereit, die Kammer zu knacken? Nee. Sicher. Was soll ich wohl sonst hier machen? Yo, Ellie. Wir würden die Kammer gerne in einem Stück erreichen. Was hast du für mich? Süße, ich hab drauf gewartet, dass du sowas sagst. Mach dich bereit für Projekt Doppel D. Scheiße, ja. Ellie, bitte bleib immer wie du bist. Du könntest etwas abnehmen, Ellie. Du fährst. Ich brauche meine Hände. Ja, keine Sorge, ich lass meine Hände bei mir. Wir brauchen Musik. Mal sehen, was Ellie hier hat. Ein Copyright. Klassiker. Hey, Superfan, warum so eilig? Hast du was Wichtiges vor? Du hast doch nichts dagegen, dass ich deine Position an jeden Irren auf dem Planeten sende. Bring sie um. Sicher? Cool. Da sitzt einer auf dem Dings drauf. Kümmer dich nicht um sie, wir regeln das. Genau vorne bei mir. Venus, okay? Da kommen sie. Mach sie fertig. Ist er weg? Ich glaube, oh! Unser Fahrzeug ist kaputt. Ellie, du bist scheiße. Die Jagd will alles! Lass sie deine Wut hören! Wo haben wir denn die nächste? Oh, wir sind genau in der Mitte zwischen zweien. Cool. Wo ist das Fahrzeug von. Die spawnen, wenn das Fahrzeug weg ist, keine Sorge. Das nächste Fahrzeug, was wir finden, müssen wir rausziehen, glaube ich. Falls hier welche kommen. Ist gut, dass die Musik auch aufgehört hat. Ja, direkt links. Fahrzeug respawned. Nein. Wir müssen diese Irren abschütteln, bevor ich uns den Weg frei machen kann. Okay, ich konzentriere mich einfach aus auf. Bra.
Fahrzeug ist einfach Müll, Alter. Das Geschütz ist kacke, das Fahrzeug ist kacke, alles ist kacke daran, ey. Und neues. Ich liebe das Geräusch von krachendem Metall. Schnauze, Tyrene. Das Ding ist so arschlangsam, Alter. Alles klar, weiter. Lilith, uns geht die Straße aus. Durch die Abflusskanäle. Wer zum Teufel dachte denn, dass eine Schrotflinte an einem Geschütz, an einem Auto eine schlaue Idee war? Also, Sie- von meiner redet. Ja, nicht deine. Mein Frontgeschütz ist auch eine Schrot. Das Geschütz ist auch ein bisschen kacke, ne? Hast du diese Fässer? Menschliche Maschinen und ihre Menschen. Bring mich nah ran, dann mache ich den Weg frei. Nee. Wir müssten jetzt mal neu anfangen, wenn das Fahrzeug kaputt geht. Alter. Alles klar, weiter. Weißt du, ja, kennen Maya jetzt seit das zweite Mal, treffen wir sie jetzt hier in dem Spiel und sie ist deutlich nützlicher als Lilith. Ja, ne? Gott sei Dank, ey. Weg mit dem Müll, Alter. Ich hab sie gesehen. Ich hab die Aliens unten gesehen. Ganz unten. Sie leben unter der Oberfläche. Ich dachte immer, Aliens würden vom Himmel kommen, aber so ist es nicht. Sie leben unter uns. Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ich warne immer alle, aber keiner glaubt mir. Sie sagen, ich bin verrückt, aber das bin ich nicht. Nur ich erkenne die Wahrheit. Es gibt Aliens, sage ich euch. Aliens aus der Tiefe. Und sind wir in der Theorie nicht Aliens für die Leute hier? Hyperion hat mir eine Nachricht geschickt. Wenn es nicht von Jack ist, dann will ich es nicht wissen. Halt für ein bisschen Frischfleisch. Bad esse ich nicht. Ja, fast. Ah. Oh. Deshalb reise ich allein. Ich krieg hier schneller, Entschuldigung. Ein Shit macht, dass meine Kämpfe in der Lebenszeit um 50% reduziert ist. Ah. Ich musste mir kurz einen Kill snacken.